Wir kommen zu Top 98 der Tagesordnung, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der CDU. Bundesweit steigen die Übergriffe auf Einsatzkräfte. Wer andere schützt, braucht dringend den Rückhalt unserer Gesellschaft. Wir fordern Wertschätzung und Dank statt Generalverdacht und Respektverlust gegenüber unseren Helferinnen und Helfern. Und als Erster erteile ich Herrn Bauer von der CDU das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Und deshalb möchte ich Ihnen zu Beginn meiner Rede ein Bild vor Augen zeichnen. Es sind die erschreckenden Aufnahmen aus Stuttgart. Videos zeigen Angriffe auf Polizisten und Polizeifahrzeuge, Zerstörungen von Schaufenstern und Plünderungen. Dazu zählt auch eine Szene, auf der ein Polizist einen mutmaßlichen Randalierer am Boden fixiert. Plötzlich rennt eine vermummte Person auf den Polizisten zu und tritt ihn von hinten mit voller Wucht und durchgestreckten Beinen zu Boden. Dieser brutale Angriff ist ein aktuelles Beispiel für die bundesweit wachsende Zahl an Übergriffen an Einsatzkräften. Und wir sagen, wer andere schützt, braucht dringend den Rückhalt unserer Gesellschaft, und wir fordern Wertschätzung und Dank statt Generalverdacht und Respektverlust. Meine Damen und Herren, immer häufiger werden Beschäftigte im öffentlichen Dienst bei ihrer Arbeit bedroht, beleidigt oder angegriffen. Eine Studie des Deutschen Beamtenbundes aus dem August letzten Jahres spricht davon, dass jeder zweite der knapp 5 Millionen Staatsdiener schon einmal im Dienst beleidigt oder angegriffen wurde. Nach einer kriminologischen Studie der Universität in Bochum aus dem Jahre 2018 wurden in Nordrhein-Westfalen 92% der Rettungskräfte wie Notärzte, Sanitäter oder Rettungsassistenten in dem damaligen Jahr im Dienst angepöbelt und 26% sogar Opfer körperlicher Gewalt. Statistisch gesehen wurde in den letzten 5 Jahren bundesweit pro Tag 180 Mal eine Straftat gegen Polizeivollzugsbeamte begangen. Und wie der aktuelle Lagebericht des BKA zeigt, wurden im Vorjahr 69.466 Polizistinnen und Polizisten Opfer von Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen. In Hessen waren es im letzten Jahr 4.080 Polizeivollzugsbeamte als Geschädigte einer Angriffshandlung, 112 Angehörige der Rettungsdienste und 15 Feuerwehrleute. Meine Damen und Herren, das ist im Grunde ein Skandal und nicht länger hinnehmbar. Wir sind der Auffassung, Übergriffe gegen Einsatzkräfte sind weder ein Kavaliersdelikt, noch hat es etwas mit zivilem Ungehorsam zu tun. In Stuttgart konnten wir es gerade wieder erleben, wer die dünne Linie zwischen bürgerlicher Welt und dem Mob verkörpert. Es sind unsere Polizeibeamten, und wir konnten sehen, welcher Hass sie auszuhalten haben. Nicht nur im Rahmen von Demonstrationen, wenn sie in stoischer Ruhe sich als Nazis oder Faschisten beschimpfen lassen müssen. Auch in alltäglichen Einsatzsituationen, bei denen sie nicht nur verbal und auch das verletzt, sondern auch körperlich angegangen werden. Als Gründe für die Zunahme von Angriffen gelten vielfach Werteverlust, mangelnder Anstand, die zunehmende fehlende Achtung von Mitarbeitern öffentlicher Einrichtungen, häufig gepaart mit Alkohol oder Drogen, was die Hemmschwelle weiter fallen lässt. Der niedergetretene Beamte in Stuttgart ist Sinnbild dieser Entwicklung. Er ist ein Sinnbild für die Verrohung auf unseren Straßen. Und ein Sinnbild für die Verrohung unserer Sprache hat eine Berliner Journalistin dieser Tage in einer Kolumne der Taz geliefert. Ihr unsägliches Pamphlet gipfelt in dem Vorschlag, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf den Müll zu werfen. Zitat: Wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind, unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selbst am wohlsten. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist der geistige Humus, auf dem Gewaltorgien wie in Stuttgart gedeihen. Wenn die einen Menschen sprachlich in den Dreck ziehen, werden sich andere aufgefordert fühlen, sie auch wie Dreck zu behandeln. Meine Damen und Herren, unsere Polizei ist für unser Gemeinwesen eine unverzichtbare Stütze. Sie hilft damit, dafür zu sorgen, dass unser Land demokratisch, pluralistisch und freiheitlich ist und bleibt. Und niemand behauptet, dass unsere Polizei in Deutschland oder in Hessen fehlerfrei ist. Aber, und davon bin ich überzeugt, in unserer Polizei arbeiten engagierte Schutzleute. Unsere Polizei ist eine Bürgerpolizei, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für die Menschen in unserem Land da ist. Und dafür möchte ich gerne im Namen der CDU-Fraktion auch einmal herzlich Dankeschön sagen.
Meine Damen und Herren, wir müssen immer wieder deutlich machen, dass hinter jedem Polizisten, hinter jedem Feuerwehrmann und Rettungssanitäter ein ganz normaler Mensch steckt, dass Einsatzkräfte keine Roboter oder Superhelden sind. Es sind Menschen in Uniform. Und neben den Elternhäusern muss auch in den Kitas und Schulen vermittelt werden, dass man Menschen, die für Recht und Ordnung stehen, schützen muss und unter keinen Umständen sie attackieren darf. Übergriffe und Beleidigungen dürfen nicht zum Volkssport werden. Und es ist zwar erfreulich, dass der Bund als Gesetzgeber im April 2017 durch eine Initiative in Hessen angeschoben den Schutz von Einsatzkräften verbessert und die Mindeststrafe auf 3 Monate erhöht hat. Das ist gut, aber es geht noch besser. Denn wir Christdemokraten sind uns mit Innenminister Peter Beuth einig, dass wir eine Mindeststrafe von 6 Monaten brauchen. Denn nur so ist sichergestellt, dass die verhängte Strafe nicht in eine Geldstrafe umgewandelt werden kann, sondern Täter zumindest eine Freiheitsstrafe auf Bewährung als abschreckende Wirkung droht. Herr Bauer, kommen Sie bitte zum Schluss. Zum Schluss. Der Schutz von Polizei und anderen Einsatzkräften hat für uns Christdemokraten immer oberste Priorität. Es ist Ausdruck von Respekt und Wertschätzung, ist auch unsere Schutzschleife aus dem Innenministerium ein Symbol für Verbundenheit mit unseren Einsatzkräften. In den Farben Blau, Rot und Weiß gehalten steht sie für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in Hessen. Schutzschleifenträger, mittlerweile über 80.000, stehen für Solidarität und Wertschätzung mit den Menschen, die tagtäglich unsere Leben schützen und dafür auch mit ihrem eigenen Leben einstehen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Als Nächsten darf ich Herrn Herrmann von der AfD ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Angriffe auf Einsatzkräfte sind schon seit Langem keine Einzelfälle mehr. Allein in Hessen wurden 4.082 Polizeibeamte im Jahr 2019 Opfer solcher Angriffe. Schon diese Zahl ist erschreckend hoch. Und zählen wir dann noch die Opferzahlen von Angriffen auf weitere Einsatzkräfte und Amtsträger wie z.B. Zoll, Feuerwehr und Rettungsdienste dazu, steigt diese Zahl noch einmal auf 4.420 Personen an. Man könnte fast glauben, Hessen ist ein Krisengebiet. Und bundesweit sieht es nicht besser aus. 2019 wurden 80.084 Polizeibeamte Opfer von Gewalttaten. Leider ist diese Entwicklung schon seit vielen Jahren zu beobachten, wie uns die BKA-Statistik beweist. Schon 2011 wurden 54.240 Polizisten Opfer von Angriffen. Und diese Zahl stieg bis zum Jahr 2019 um dramatische 47,6% auf 80.084 an. Meine Damen und Herren, diese Zahlen müssen sich einmal deutlich vor Augen führen. In einem Jahr wurden 80.084 Polizisten Opfer von Angriffen. Wenn man diese Zahl hört, fragt man sich schon, was ist los in Deutschland? Herrscht hier etwa Bürgerkrieg? Denn solche Opferzahlen kennt man normalerweise nur aus Krisen- und Kriegsgebieten. Und mit dieser Einschätzung sind wir nicht alleine. Man glaubt es kaum, aber sogar die baden-württembergische SPD-Fraktion beklagte wörtlich bürgerkriegsähnliche Zustände. Und genau in diese Richtung scheint sich Deutschland zu entwickeln. Da muss man kein Prophet sein, um erkennen zu können, dass die Zahl der Angriffe auf unsere Polizei und Einsatz wie auch Rettungskräfte weiter zunehmen werden. Und dafür ist nicht nur die immer offener zutage tretende Clankriminalität verantwortlich, die von Angehörigen ethnisch abgeschotteter Subkulturen begangen werden, die durchaus für schwere Straftaten wie Mord, Drogendelikte, Raubüberfälle und Schutzgelderpressungen verantwortlich sind, und die insbesondere in den Großstädten schon ganze Stadtteile zu sogenannten No-Go-Areas gemacht haben, in denen sie ihre eigene Werteordnung leben und die deutsche Rechtsordnung grundsätzlich ablehnen. Hinzu kommt eine weitere, sehr bedenkliche Entwicklung. Offensichtlich ausgelöst von den Black Lives Matter-Demos in Amerika erlebte Stuttgart eine Nacht des Schreckens. Straßenschlachten und Plünderungen in diesem Ausmaß kannte man bis dahin nicht, schon gar nicht in Stuttgart. Wie kam es dazu? Eine Drogenkontrolle bei einem Jugendlichen führte zu einer Solidarisierung von mehreren hundert Personen, bei denen die Polizisten dann mit Steinen und Flaschen beworfen wurden. Das Ganze eskalierte weiter, und laut Presseberichten wurden in dieser Nacht 37 Gebäude beschädigt und 9 Geschäfte geplündert.
280 Polizeibeamten mussten hier zum Einsatz kommen, um die Lage zu beruhigen. 19 Polizisten wurden dabei verletzt und 12 Streifenwagen beschädigt. Wer waren diese kriminellen Randalierer? Wenn man die vielen im Internet veröffentlichten Handyvideos betrachtet, wird deutlich, dass diese Taten zu einem nicht unerheblichen Teil von Ausländern bzw. Personen mit Migrationshintergrund begangen wurden, von jungen Männern, die offensichtlich wenig bis gar nicht in unsere Gesellschaft integriert sind. Wahrscheinlich konnte man hier sogar ihre vollkommene Integrationsunwilligkeit sehen. Sogar der Schlachtruf der Islamisten war zu vernehmen. Allahu Akbar, klar zu hören in einem Video, das von der Bild-Zeitung zusammengestellt wurde. Man sieht aber auch Personen in den Videos, die vermummt randalieren. Hier darf man aufgrund der Erfahrung durchaus annehmen, dass sich neben sonstigen Gewalttätern auch Linksradikale bzw. Linksextremisten an den Ausschreitungen beteiligt haben. Und nicht unerwähnt darf auch die Berichterstattung der deutschen Medien bleiben, die die Randalierer verharmlosend und die Realität negierend der Stuttgarter Party- und Eventszene zuschreibt. Vermutlich ganz im Sinne der Altparteien und ihrer Willkommenskultur. Auf diese Sprachregelung scheint man sich jedenfalls auch in der Politik und in der Folge auch in der Polizeiführung geeinigt zu haben. Meine Damen und Herren, diese Entwicklungen und Ereignisse haben eine Ursache. Und diese Ursache liegt nach Meinung vieler Bürger in der Politik der regierenden Altparteien. Und diese Ansicht teilt auch die AfD. Offene und unkontrollierte Einreisen, mangelnde Abschiebungen, lange Gerichtsverfahren, laissez-faire zu nennende Urteile bei Ausländern und bei Migrationshintergrund häufig mit Kulturrabatt, was von vielen in der Gesellschaft auch als Kuscheljustiz bezeichnet wird. Das sind nur einige wenige Punkte, die deutlich machen, dass die Politik der Altparteien über Jahre die Ursachen für diese negative Entwicklung geschaffen haben. Und leider müssen wir feststellen, dass sie nicht wirklich gewillt sind, diese Ursachen zu beseitigen. Für sie scheint es zu gelten, weiter so. Und dabei schämen sie sich nicht, für ihr verantwortungsloses Verhalten die AfD verantwortlich zu machen. Das werden wir ihnen aber nicht durchgehen lassen. Wir werden ihre staatsschädigende und gesellschaftsschädliche Politik immer wieder thematisieren und die Bürger über ihre verfehlte Politik aufklären. Vielen Dank. Als Nächster erteile ich das Wort Frau Kollegin Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich würde gerne einmal mit einem der jungen Männer sprechen, die zu den Angreifern in Dietzenbach und Stuttgart gehörten. Wer weiß, wenn er so vor mir stünde an so einem hellen Tag, ausgenüchtert und ohne seine Kumpels, er würde vielleicht einfach ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Er wäre vielleicht kein Schläger, kein Hooligan und auch kein Gangster. Niemand, der mit unserem Staat auf Kriegsfuß steht. Kein Staatsfeind. Aber einer, der ausgerastet ist, der sich hat gehen lassen, der sich berauscht hat. Einer von denen, die heute scheiß Bullen schreien und mit Steinen schmeißen und morgen geradezu reflexhaft nach der Polizei rufen würde, wenn er sich bedroht fühlte, wenn einer sein neues Auto zerkratzt hat oder wenn einer seiner Kumpels vielleicht mit seiner Brieftasche abgehauen wäre. Vor mir stünde, glaube ich, eine multiple Persönlichkeit. Was ist denn da los? Und wie geht das denn zusammen? Und was müssen wir denn da tun? Dazu möchte ich gerne einmal drei Gedanken ausformulieren. Erstens. Ja, der Staat muss Präsenz zeigen. Der Staat muss Entschlossenheit zeigen. Gewalt darf nicht toleriert werden unter keinen Umständen, denn das Gewaltmonopol des Staates ist eine historische Errungenschaft. Und das, glaube ich, wissen viele nicht mehr oder haben es vergessen. Das Gewaltmonopol des Staates dient nämlich dazu, Konflikte in einer demokratischen Gesellschaft friedlich auszutragen. Es bedeutet die Absage an Selbstjustiz, Fehde und Blutrache. Das Gewaltmonopol des Staates dient dem Schutz der Schwachen und der Minderheiten. Und wenn ich Polizistinnen und Polizisten in ihren Nachtschichten begleite, dann sehe ich, dass unsere Polizei sehr verantwortungsvoll mit dem Einsatz ihrer legitimierten Gewalt umgeht, dass sie in erster Linie kommunikationsstark sind, dass sie immer einen deeskalierenden Ansatz verfolgen und dass diese jungen Frauen und Männer
super ausgebildet sind und einen richtig guten Job machen. Der zweite Gedanke. Wir müssen uns immer wieder klarmachen, Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Daran müssen wir immer wieder erinnern und mal in unsere Nachbarländer schauen und über den Atlantik. Wir können uns frei bewegen, in den Städten, in den Dörfern, tagsüber, abends und nachts. Und wem verdanken wir das? Genau, der Polizei. Die Polizei ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr dafür da, dass das so bleibt und sorgt für unsere Sicherheit. Und solche Ausbrüche wie in Dietzenbach oder jetzt in Stuttgart fallen auch deshalb so auf, weil sie nicht Alltag in Deutschland sind. Drittens. Die Antwort auf solche Exzesse, Gewaltexzesse und diese Ausschreitungen darf nicht nur die Forderung nach härterem Eingreifen oder härteren Strafen sein, sondern es ist auch immer unsere Aufgabe zu verstehen, was ist hier eigentlich vorgefallen. Und deswegen spielt auch die Prävention eine ganz große Rolle. Also staatliches und gesellschaftliches Handeln im Vorfeld von Straftaten. Auch daran müssen wir immer wieder arbeiten. Das Verhalten der jungen Männer in der Situation, die wir jetzt hatten, hat etwas mit Alkoholkonsum zu tun, mit dem Bedürfnis, sich in sozialen Netzwerken zu profilieren und wahrscheinlich auch damit, dass sich in den Zeiten der Corona-Einschränkungen Frust angestaut hat. In Stuttgart war aber nach neuesten Erkenntnissen diese Community auch schon bekannt. Das heißt, da sind auch die Kommunen gefragt, denn sie kennen ihre Leute, ihre Problemfelder und auch bestimmte Gruppen. Deswegen sind solche Programme wie Kompass, das wir hier in Hessen haben, ungeheuer wichtig, weil nämlich hier die Vertreterinnen der Kommunen mit den Polizistinnen und Polizisten zusammenarbeiten und stetig daran arbeiten, bestimmte Bereiche und bestimmte Problemfelder zu verbessern und für eine größere Sicherheit in unseren Städten und Gemeinden zu sorgen. Am Ende möchte ich noch sagen, dass ich zuversichtlich bin. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesen aktuellen Herausforderungen fertig werden, durch unsere gut funktionierenden Gerichte, unsere Staatsanwaltschaften und unsere gute Polizei und durch eine Zivilgesellschaft, die mehrheitlich den demokratischen Werten verpflichtet ist und diese täglich lebt und trägt. Vielen Dank. Als nächster Redner kommt der Kollege Rudolph von der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das, was wir vor wenigen Tagen in Stuttgart erlebt haben, der Ausdruck einer verbreiteten Geringschätzung staatlicher Organe wie von Polizeibeamten, wir haben das auch nicht hier zum ersten Mal diskutiert, von Sanitätern, von Feuerwehrleuten, ist ein Problem in unserer Gesellschaft, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben. Und Gewalt geht gar nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht gar nicht. Und ich finde, da spielt es auch keine Rolle, von wem Gewalt ausgeübt wird. Ja, das müssen ausgerechnet an der Stelle, Herr Lambrou, Sie sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Stärke eines demokratischen Rechtsstaates. Und wenn der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, zu Stuttgart sagt, warnt davor, vor eine neue Jugendgewalt heraufzubeschwören, Menschen in Feierlaune hätten nicht akzeptiert, dass die Polizei eingegriffen hat und mit Recht durchgreifen wollte, dass diese Gewalt aus Langeweile nicht akzeptabel ist, dann hat er vollständig Recht. Und dann nehme ich Herrn Radek mal ernster als hier irgendwelche Rechtspopulisten aus der rechten Seite dieses Landtages, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich finde, natürlich ist auch in Hessen nicht das Paradies, wie es ja gelegentlich von der einen oder anderen Fraktion dargestellt wird, weil ziemlich nah, genauso nah, Herr Kollege Frömmrich, kommt man dem Begriff des Größenwahns. Das ist dann so eine Parallele, die dann an der einen oder anderen Stelle mal deutlich wird. Ja, ja, ich finde, bei dem Thema geht es auch nicht um Spaß, sondern das ist schon eine ernste Auseinandersetzung in dieser Gesellschaft wert, die wir zu führen haben. Und ich finde auch,
dass Gewaltexzesse auch vom Rechtsstaat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln konsequent und schnell geahndet werden müssen. Und die ein oder andere Entscheidung der Justiz ist nicht nachvollziehbar. Gewaltdelikte sind keine Bagatelldelikte, und es müssen sie entsprechend geahndet werden. Ich will das Beispiel einmal sagen. Ich war mit Kollegin Nancy Faeser nach dem Blockjuwai-Auseinandersetzung in Frankfurt im 1. Polizeirevier. Und da haben uns Kolleginnen und Kollegen aus der Polizei erzählt, wie es da zuging. Und dann sagen mir auch Polizeibeamte, wir wünschen uns auch, dass der ein oder andere Richter oder Staatsanwalt mal mit Polizeibeamten Kontakt aufnimmt. Und er sagt, es kann nicht sein, dass das eine Amtsgericht so entscheidet, ziemlich lasch, und das andere konsequenter. Auch da erwarte ich, dass die Justiz entsprechend sensibilisiert wird und reagiert. Und da gibt es auch noch an der einen oder anderen Stelle Luft nach oben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will aber etwas anderes ansprechen, was in so einer Debatte vielleicht nicht populär ist, von der Seite sowieso nicht gewünscht, weil man das politisch ja instrumentalisieren will und muss. Warum kommt es eigentlich zu solchen Gewaltexzessen? Hat sich etwas in unserer Gesellschaft verändert? Warum werden staatliche Organe nicht mehr akzeptiert? Warum werden Entscheidungen einfach nicht mehr hingenommen? Es ist ja auch en vogue Mode, gegen etwas zu sein. Da spielt es auch für andere keinen Grund, dass man inhaltlich dabei ist. Hauptsache, man ist dagegen. Ja, ich finde, es gibt schon einen Autoritätsverlust von staatlichen Organen, und das müssen wir dann an der Stelle auch einmal diskutieren. Und Kollegin Hartmann hat es heute Morgen zu Recht gesagt. Wir müssen aber gucken, warum sind besondere Gruppen anfällig? Es gibt Untersuchungen, dass junge Männer zwischen 15 und 25 besonders anfällig für Gewaltdelikte sind. Und da spielt übrigens das Thema Alkoholkonsum eine wesentliche Rolle. Eine wesentliche Rolle. Meine Damen und Herren, wir haben das auch schon einmal hier öfters diskutiert. Es gab einmal den Ansatz in Hessen, wurde damals von der CDU dann wieder abgelehnt, nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr an Tankstellen auszugeben. Es ist in Baden-Württemberg mal eine Zeit lang passiert, war durchaus erfolgreich, sagen uns Experten, weil der Alkoholkonsum die Hemmschwelle natürlich senkt. Ich könnte mir auch vorstellen, Alkoholverbot in Verkehrsverbünden. Das macht beispielsweise das Land Niedersachsen. Ja, Alkohol ist ein Teil des Problems, nicht nur. Und deswegen finde ich, sind das Fragen, an die wir uns wenden müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um die geht es, Antworten zu finden. Und natürlich, junge Menschen sind vielleicht oder auch andere sind anfällig, wenn natürlich bestimmte Parteien wie die AfD Lügen verbreitet. Wenn man in Trump-Manier behauptet, die Altparteien, die Lügenpresse, dann ist das natürlich das Einfallstor, dass bestimmte Leute anfällig werden, indem man staatliche Instanzen, indem man demokratische Strukturen infrage stellt, so wie es diese Rechtspopulisten, meine Damen und Herren, auch tun seit vielen, vielen Jahren. Und ich finde, wir müssen investieren in Prävention, die beginnt in der Schule, die beginnt in der Zivilgesellschaft, dass ein demokratischer Staat nur mit Spielregeln funktionieren kann. Und wer gegen Regeln und Normen verstößt, muss wissen, dass der demokratische Rechtsstaat nicht wehrlos ist. Da gibt es Kräfte, die wollen das instrumentalisieren, die wollen das ausnutzen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt Herausforderungen, die müssen wir angehen. Ich finde, der Rechtsstaat ist nicht wehrlos, ist nicht kraftlos. Aber es gibt natürlich Kräfte, die diesen Staat schwächen wollen. Auf der einen Seite sind es gewaltbereite Täter, auf der anderen Seite sind es Parteien, die diesen Rechtsstaat eigentlich abschaffen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen gemeinsam wachsam bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Freien Demokraten der Kollege Stefan Müller. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich knüpfe an das, was ich heute Morgen um 9 Uhr gesagt hatte, und will das nicht wiederholen, was die grundsätzliche Positionierung anbelangt und was grundsätzlich Gewalt gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte betrifft. Ich will aber noch ein paar andere Punkte erwähnen, die mir jetzt auch in der Debatte aufgefallen sind. Frau Goldbach, ich glaube, Sie sollten aufpassen, dass Sie nicht das, was dort passiert, ein Stück weit verharmlosen und bagatellisieren. Das ist mir zumindest, ein wenig zwischen den Zeilen vorgekommen. Es ist nicht nur ein bisschen Jugend und man probiert mal was aus. Es ist eben ein demokratisches und gesellschaftliches Problem. Und ich glaube, dass wir es auch entsprechend angehen müssen und entsprechend behandeln müssen. Und das, was Sorgen macht bei Vorfällen wie in Dietzenbach, aber auch offensichtlich wie in Stuttgart, dass es durchaus Vorbereitungen gegeben hat und dass die Gewalttäter wussten, was sie vorhaben in dieser Nacht, sowohl in Dietzenbach als auch in Stuttgart.
Und das ist etwas, was eine neue Dimension ausmacht, auch in der Frage Gewalt gegen Rettungskräfte und gegen Polizeibeamte. Und darauf muss man schauen, wie man damit umgeht und wie sich auch die Polizei darauf entsprechend vorbereiten kann, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, Kollegen von der AfD, wenn Sie hier ganz offensichtlich, und das kommt an den Zwischenrufen heraus und allem Weiteren auch heraus, und zum Beitrag von Herrn Herrmann will ich gar nicht die Aufmerksamkeit jetzt widmen und mich dazu äußern und dazu hinreißen lassen. Sie sollten nicht versuchen, so offensichtlich bei der Polizei sich anzubiedern. Ich glaube nicht, dass ja doch offensichtlich, dann würden Sie es ja nicht machen. Und genau das tun Sie gerade hier, weil Sie mit jedem Zwischenruf, mit jedem Beitrag sagen Sie, wir kämpfen für die Polizei und die anderen haben kein Interesse daran. Hören Sie auf damit, oder besser noch, machen Sie so weiter. Machen Sie so weiter, weil das bei der Polizei sehr wohl gesehen wird und ich glaube, dass es Ihnen da nicht helfen wird. Meine Damen und Herren, wir sollten aber auch aufpassen, wenn wir uns mit Themen auseinandersetzen, zum Beispiel dem Thema Rassismus bei der Polizei. Und da muss ich mal, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, hier in Hessen Ihnen den Gefallen tun und sagen, ich wünschte, Frau Esken hätte sich ein Beispiel an Frau Hartmann genommen. Frau Hartmann hat das Thema heute Morgen angesprochen. Ich glaube, es passt heute besser in das Thema hinein. Aber sie hat das Thema angesprochen. Und es ist ja auch durchaus ein Thema, wenn es solche Fälle gibt. Man muss sie auch behandeln und bearbeiten. Dazu hat auch der Innenminister eben noch Stellung genommen. Aber so, wie es Frau Esken gemacht hat, was verkehrt? Eine pauschale Unterstellung, dass es Rassismus in der Polizei gibt, hilft niemandem weiter. Und mit Worten fängt auch hier das an, was sich später auf der Straße in den Taten dann am Ende ausdrückt. Ich will aber an der Stelle auch noch einmal das Thema Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin ansprechen. Denn auch ein solches Gesetz hilft nicht, die Institution Polizei sicherer und bewusster als die Staatseinrichtung, die auch das Gewaltmonopol trägt, in der Bevölkerung darzustellen. Wenn man dort deutlich macht, dass ein Polizeibeamter beweisen muss, dass er nicht diskriminiert hat, ist es eine Beweislastumkehr, die, glaube ich, der Aufgabe und den Voraussetzungen, die ein Polizeibeamter nachts im Einsatz hat, nicht gerecht wird. Und das setzt Erfahrungen voraus und Probleme voraus, die wir, glaube ich, nicht angehen sollten. Wie wir damit in Hessen umgehen, wir haben ein solches nicht, werden wir zu gegebener Zeit diskutieren. Ich glaube, dass es die Zusammenarbeit mit dem Land Berlin an der Stelle für uns jedenfalls mal nicht einfacher macht. Und, meine Damen und Herren, Gleiches gilt für Kolumnen sind frei, kann geschrieben werden, was man schreiben will. Aber ich glaube, dass man schon sich immer der Bedeutung bewusst sein muss und wissen muss, was für Auswirkungen solche Äußerungen auch haben, auch wenn Journalisten sie schreiben. Und deswegen kann man zumindest feststellen, dass diese Kolumne möglicherweise nicht wirklich gelungen ist. Ich will als letzten Punkt noch einmal auf die Ausstattung der Polizei und vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen, was die Personalausstattung anbelangt. Ja, es wird jetzt mehr Personal kommen. Wir hätten uns gewünscht, dass es schneller gegangen wäre, weil natürlich hat das alles auch einen Zusammenhang. Und wenn die Arbeitsbedingungen für die Polizeibeamten, sie haben eine gute Ausstattung, das will ich gar nicht bezweifeln. Man kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle etwas verbessern. Das ist aber auch immer im Fokus. Aber ich komme zum Schluss. Wir brauchen auch, was die Arbeitsbedingungen, Belastungen mit Überstunden, Schichtdiensten anbelangt, angemessene Arbeitsbedingungen, damit unsere Polizeibeamtinnen und Beamten auch an der Stelle die richtige Wertschätzung erfahren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Müller. Als letzter aus der Reihe der Fraktionen kommt gleich Herr Schaus. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Randale in Stuttgart haben bundesweit für Aufsehen gesorgt. Auch in Hessen kam es zum Beispiel vor einigen Wochen in Dietzenbach zu geplanten Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte. Wie Sie wissen, habe ich mich in der Vergangenheit des Öfters bei diesem Thema auf Experten bezogen. Und das will ich auch heute tun. Um die Dinge etwas einzuordnen, zitiere ich hier Prof. Dr. Raphael Beer. Er war 15 Jahre lang Polizist
und lehrt heute unter anderem Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg. Herr Professor Beer hat am 22. Juni, also vor 3 Tagen, live in den Tagesthemen darauf hingewiesen, dass es in Stuttgart einen unvorhersehbaren Ausbruch an Gewalt gegeben habe. Solche Ausbrüche habe es in der deutschen Geschichte leider immer wieder gegeben. Die Zahlen, mit denen das BKA eine angebliche Zunahme von Gewalt gegen Polizeikräften belegen möchte, seien, so seine Worte, mit Vorsicht zu betrachten. Erstens würden Taten erfasst, die vor wenigen Jahren noch gar nicht zu erfassen waren. Stichwort die Änderung im § 114 Strafgesetzbuch. Und zweitens bewertet die Polizei hier auch Dinge als Gewalt, bei denen es zu keinerlei Verletzungen gekommen sei. Zitat Professor Beer: Das muss man etwas runterkochen und nüchtern betrachten. Die Tagesthemen fragten dann, Zitat, Sie würden also sagen, die Gewalt nimmt in dem Ausmaße gar nicht zu, wie die Politik in diesen Tagen behauptet. Antwort Professor Beer, alles Zitat, genau, das ist wahr. Nicht in dem Maße, wie es die Politik behauptet, wie es auch Interessengruppen behaupten, die natürlich was davon haben, zu sagen, die Gewalt steigt. Das ist aber ein unkluger Ratgeber, immer nur darauf zu schauen, was man selber davon hat, diese Gewaltspirale zu bedienen. Zitat Ende. Professor Beer sprach sich im Weiteren dagegen aus, so zu tun, als gäbe es in Deutschland kein Problem mit Rassismus und Gewalt, auch bei der Polizei. Zitat Professor Beer: Ganz sicher nicht so, wie wir das aus der USA kennen. Aber das ist sicher kein Grund zu sagen, hier passiert gar nichts. Zitat Ende. Und Professor Beer bezieht auch Stellung zur Anzeige, die, das ist ja auch schon angesprochen worden, nach dem Willen von Innenminister Horst Seehofer gegen die Zeitung Taz gestellt werden soll. Herr Beer wendet sich zwar entschieden gegen den entsprechenden Artikel in der Taz, das tue ich im Übrigen auch, Satire hin oder her. Zitat Professor Beer: Ich halte diese Stellungnahme auch für unterirdisch. Ich würde mich nicht damit identifizieren. Aber das Strafrecht ist sicherlich nicht geeignet, um hier einen Vorteil zu erzielen für die Polizeibeamten. Im Gegenteil. Ich bin sehr dafür, die Menschenwürde auch von Polizeibeamtinnen und Beamten hochzuhalten, aber nicht mit dem Mittel des Strafrechts. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich kann mich den Ausführungen des langjährigen Polizisten und Polizeiwissenschaftlers Professor Beer nur anschließen. Ausschreitungen wie in Stuttgart oder in Dietzenbach gehen natürlich gar nicht. Niemand wird das rechtfertigen. Man muss die Täter finden und bestrafen. Aber die ewige Debatte um Strafrechtsverschärfung ist, um es mal mit dem Lieblingswort von Herrn Bellino zu beschreiben, purer Populismus. Purer Populismus. So zu tun, als seien Polizeibeamte das primäre Opfer von Hass und Gewalt und in unserer Gesellschaft, geht völlig an der Realität vorbei im Übrigen. Ja, es gibt sie, aber es ist nicht das primäre Problem. Im Gegenteil, die Polizei ist auch weiterhin beliebt und anerkannt. Lassen Sie uns also die Dinge so benennen, wie sie sind, und sachgerecht und angemessen damit umgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Jetzt liegen mir keine Wortmeldungen mehr von den Fraktionen vor, sodass der Innenminister gleich das Wort ergreifen darf. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte ja vorhin schon einmal Gelegenheit, zu einem anderen Tagesordnungspunkt ein paar Überlegungen hier vorzutragen. Ich will daran anknüpfen. Und ich hatte erwähnt, dass wir in der letzten Woche in der Innenministerkonferenz zusammengesessen haben in Erfurt. Und wir haben dort ein Einstimmigkeitsprinzip, und wir waren uns dort sehr schnell einig, dass wir angesichts der Debatten und Diskussionen, die in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland geführt werden, dass wir dort eine Erklärung für unsere Polizei
verabschieden müssen. Dazu gehörte, dass wir gesagt haben, wir müssen Anerkennung, Respekt und Wertschätzung einmal zum Ausdruck bringen als Dienstherren für unsere 300.000 Polizeivollzugsbeamte, aber wir müssen sie auch von unserer Gesellschaft einfordern für unsere Polizeivollzugsbeamten, weil unsere Polizistinnen und Polizisten im Lande leisten einen Beruf, der ja nicht ein gewöhnlicher Beruf ist, sondern der schon ein Besonderes abverlangt und ja, man kann schon sagen, der eher täglich Berufung ist. Sie identifizieren sich mit ihrem Beruf in einer besonderen Form, mit der Organisation, mit den Grundwerten unserer Demokratie. Wir sprachen vorhin darüber, dass es eben nicht das Spiegelbild der Gesellschaft ist. Und ich finde, diese reflektierte Betrachtung, die wir dort gefunden haben, die hat uns dann auch dazu gebracht, dass wir deutlich machen, dass wir geschlossen hinter unseren Einsatzkräften in unserem Lande stehen. Und wenn ich sage reflektierte Betrachtung, dann eben auch in der Erklärung natürlich nicht unerwähnt lassen, dass zwar die Polizei in der Mitte der Gesellschaft steht, aber sich natürlich auch Kritik stellen muss. Auch das gehört mit dazu. Sie sind Vorbild, das heißt, sie müssen sich auch so entsprechend verhalten. Und deswegen ist unsere Polizei eben auch kritisch und selbstreflektiert. Auch das haben wir miteinander festgestellt. Weil nur wenn das erfüllt ist, nur dann trifft der letzte Satz dieser Erklärung zu. Denn die Polizei ist eine zentrale Stütze unseres Gemeinwesens, unseres demokratischen, pluralistischen und freiheitlichen Landes. Nur dann kann sie auch genau diese Stütze sein, wenn sie so handelt und so agiert, wie ich das gerade dargestellt habe aus dieser Erklärung. Meine Damen und Herren, das heißt, wir tun gut daran, wenn wir nichts überhöhen, wenn wir mit unserer Kritik im Rahmen bleiben, genauso wie wir mit unserem Lob im Rahmen bleiben. Und da bin ich bei Günter Rudolph, das ist ja jetzt nicht so häufig. Aber Günther, es ist ja es ist nicht so häufig. Aber ich finde schon, er hat eben in der Debatte richtigerweise daran erinnert, dass wenn wir mit einer überzogenen Kritik am Ende alle staatlichen Strukturen infrage stellen, dass wir diesem Staat am Ende sozusagen einen Bärendienst und den handelnden Personen in diesem Staat einen Bärendienst erweisen. Und deswegen ist das, Herr Kollege Herrmann, was Sie hier vorgetragen haben, so gefährlich für unsere Demokratie. Und auch hier will ich schon deutlich machen, den Eindruck zu erwecken, Sie wüssten, was Polizei denkt. Also seien Sie mir nicht böse, den Eindruck zu erwecken, Sie wüssten, was er denkt, haben wir hier gerade eben gehört, da will ich nicht weiter darauf eingehen. Aber den Eindruck zu erwecken, dass Sie wüssten, was die Polizei denkt, das halte ich allerdings für völlig falsch, weil unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die sind im Einsatz für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit ihren Werten. Die stehen mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz, mit beiden Beinen auf der Hessischen Verfassung. Mit beiden Beinen werden sie im Rahmen der Hessischen Verfassung auch die Gesetze des Landes Hessen, wie das HSOG, entsprechend anwenden. Dem sind sie in allererster Linie verpflichtet und nicht dem kruden Gedankengut, was Sie hier vorgetragen haben, meine Damen und Herren. Herr Schaus hat von der ewigen Debatte über Strafverschärfungen gesprochen. Ich will hier noch einmal sagen, ich habe das vorhin schon einmal vorgetragen. Ja, meine Damen und Herren, die Frage der Strafverschärfung ist nicht das primäre Problem. Aber es ist auch eben eins, das hat sich in Dietzenbach und in Stuttgart eben auch gezeigt. Wir müssen, um den Schutz für unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten deutlich zu machen, eben auch deutlich machen mit dem Strafgesetzbuch, dass Angriffe hart bestraft werden. Und ich finde, das gehört eben zu dieser Debatte mit dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind damit am Ende der Debatte über die Aktuelle Stunde mit der Tagesordnungspunkt 98.